Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Sea. Immer noch unter Wasser, zusammen mit Chilly Woody und Radinski mit einem wunderbaren Modpack hier drüben mit am Start. Minecraft Sea ist mittlerweile schon ein bisschen weiter vorangeschritten und die letzten beiden Folgen waren auch tatsächlich sehr erfolgreich. Ich bin super zufrieden damit, mit dieser Anlage, die wir gebaut haben und mit unserer Erzverdreifachung, die wir drüben gebaut haben. Die ist mittlerweile, by the way, komplett fertig, weil wir hatten ja natürlich nur das eine Mal sehr viele Erze und ab dann haben wir halt immer nur die Erze, die unser Voidominer macht. Die müssen wir by the way, auch bald wieder upgraden. Allerdings nicht heute. In der heutigen Folge wollen wir ein bisschen was anderes machen, von dem ich mich jetzt schon ein bisschen länger gedrückt habe, und zwar dieses Ding hier drüben. Eine komplett automatische Wither Farm. Im besten Fall natürlich. Dafür brauchen wir zuallererst mal einen Power Spawner von Ender.io. Mit dem können wir praktisch einfach mit Energie und einem Soulwile verschiedene Sachen spawnen und ich denke mal, daraus kriegen wir dann Wither Skeleton Skulls. Außerdem benutzen wir hier eine Mod, die nennt sich Modular Force Field System, glaube ich. Die habe ich ja irgendwann mal in Minecraft Ticket oder Feed the Beast 1.5 oder sowas benutzt. Ich habe keine Ahnung. Jahrelang her. Und da habe ich, glaube ich, auch eine automatische Wither Farm sogar damit gebaut. Aber es ist so super lange her, dass ich keine Ahnung habe, wie das Ding funktioniert. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und natürlich war eigentlich auch unsere Geldmaschine wieder ein bisschen aktiv. Das heißt, wir können hier wieder Zeug craften und die ganzen anderen Sachen. Es ist so viel geworden. Also ihr seht, unsere Seeds oben, die wir angebaut haben, haben super viel produziert. Unser Grains of Infinity, wir haben 32.000 mittlerweile. Das ist, ich glaube, das sollte reichen für die nächste Zeit in diesem Modpack hier. Und natürlich auch die ganzen anderen Rods und Mobfallen haben wir auch im Start. Für den Power Spawner brauchen wir also Infinity Blades. Wir brauchen diesen Logic Controller. Wir brauchen einen Broken Spawner. Das ist ganz gut, weil, also normalerweise ist es nicht so gut, aber wir haben auf jeden Fall mehrere Broken Spawner, glaube ich. Okay, tatsächlich gar nicht so viel. Ich hätte irgendwie gedacht mehr, aber vielleicht ist das nur Luck, dass man die bekommt. Aber immerhin haben wir die schon mal mit am Start. Das ist ganz gut. Wir brauchen diese Dark Bimetal Gears und dafür brauchen wir wieder Dark Steel Ingots. Die haben wir gar nicht mehr. Die müssen wir uns neu herstellen. Wir brauchen wieder so einen Pristine Chris mit einem Schulker. Oh mein Gott. Oh, God bless. Wir haben noch Schulker hier drüben mit drin. Das ist super gut. Da machen wir einfach nur mit Emeralds. Oh, und da müssen wir jetzt auch super viele mittlerweile haben, ne? Wieder so ein Emerald Chunk hier drüben. Zack. Und wisst ihr, was wir auch dringend eigentlich mal wieder machen könnten? Wo ist jetzt mein ganzes Zeug hin? Haben wir es aus irgendeinem Grund weggegangen. Wir könnten uns vielleicht Enderperlen oder sowas auch automatisch farmen. Ich weiß nicht unbedingt, wie viele Enderperlen wir brauchen, aber die meiste Zeit haben wir eigentlich immer welche gebraucht. Deswegen wäre es ganz cool. Und das absolut Überbeste ist es natürlich, wir können einfach hierher gehen, zack, uns das hier drüben nehmen und uns dann 0, nichts hier drüben über Chili Creatium. Was ist hier noch drin? Purified Water? Oh, nee. Dann können wir uns da drin super simpel die Sachen machen und das dann hier wieder zu den Gems craften und das dann theoretisch in dem Worktable hier drüben wieder zu diesen Platten. Sehr gut. So, und ich glaube, wenn wir das Ding hier drüben rausnehmen, dann sollten wir mit den Gears hier drüben das bauen können. Und danach sollten wir, glaube ich, alles haben, um uns den Powered Spawner bauen zu können. Jawohl, okay. Das Ganze wird jetzt hier, also ich konnte es nicht mit Shift reinlegen, aber es funktioniert. Ich glaube, genau, combined with Broken Spawner in an Anvil. Das heißt, damit können wir dann praktisch den bestimmen, den wir haben wollen. Aber, okay, cannot spawn nothing, das macht natürlich Sinn. Damit haben wir den jetzt praktisch schon mal mit dabei. Als nächstes brauchen wir Fortizium und das kriegen wir aus Monazidohr. Das ist das Zeug hier drüben und auch das können wir zum Glück einfach hier oben in unsere Erzmaschine werfen. Ich nehme mal an, der kann das normalerweise nicht schmelzen. Nee, okay, deswegen bekommt das auch nicht hier drüben raus. Das ist sehr, sehr gut. Wir brauchen einen Stack davon für die Quest und das kann ich mir vorstellen, brauchen wir dann für das andere Zeug. Genau, Modular Force Field System. Hoffen wir einfach nur, dass wir nicht sehr viel mehr brauchen. Dafür kriegen wir jetzt wieder ein paar Ember Crystals. Okay, und jetzt öffnen sich sehr, sehr viele neue Türen in dieser Quest. Und zwar einmal den MFFS Extractor. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall mehr von diesem Forzitium-Zeug, um das Modular Force Field System betreiben zu können. Und das Ding macht praktisch halt so ein Force Field. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch übersetzen würde. So ein Energiefeld. Ein Energiekraftfeld, wo zum Beispiel keine Wither durchkommen und wo wir, glaube ich, auch sogar Damage mitmachen können. Allerdings funktioniert es nicht so gut mit Ender.io, deswegen brauchen wir hier die Basic Energy Cell. Oh, und das ist tatsächlich überraschend einfach zu bauen. Zum Glück habe ich gerade eben das Machine Casing aus der Quest genommen, dann können wir das direkt, huch, nicht mit dem Power Spawner, hier drüben zusammen craften. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Infinity Iron, ein Vibrant und ein Furnace. Okay. So, und ich denke auch, das, huch, mit denen zusammen sollte wieder genug sein, um uns den Extractor hier drüben bauen zu können. Sehr, sehr cool. Tadada. Bing, Quest completed. Sehr cool. Wir kriegen jetzt eine Energy Cell, weil eben Ender auch nicht so gut funktioniert. Deswegen sollen wir das mit dem Ding hier drüben benutzen. Und dann geht es zu dem Capacitor weiter oder hier unten zu der Multitool Wrench.
Okay, dafür brauchen wir eine Yeta Wrench und ein Wire. Das ist eigentlich ganz gut, weil eine Yeta Wrench wollte ich mir so eine sehr, sehr lange Zeit eigentlich mal bauen. Drücken einfach die ganze Zeit irgendwelche Knöpfe. Da ist die Yeta Wrench. Sehr, sehr cool. Und zusammen mit einem Wiring Kit kriegen wir dann hier die Multi Wrench. Die hat Energie. Das heißt, wir laden die mal ganz kurz, wenn das funktioniert mit dem Charger. Ah, okay, aus irgendeinem Grund Durability minus 1. Hat ja unendlich Durability. Aus irgendeinem Grund lädt unsere Chatplay das ganze Teil nicht auf. Hierin können wir das auch nicht laden. Okay, ich bin gespannt. Oh, und wir kriegen hier Modular Force Field Tip Sheet. Wieder so ein Bild, was wir schon immer bekommen haben, wo dann ein paar Sachen mit drin stehen. Okay, das sieht schon kompliziert aus. Modular Force Field Systems. Okay, oben links ist der Extractor, rechts ist der Capacitor, links ist der Projector. Ein Capacity Upgrade, Range Upgrade. Machine into Fill or Drain Mode. Can charge for system power tools, like the Multitool. Okay, sieht actually, glaube ich, gar nicht so schwierig aus. Also wir können hier in dem Projector die Sachen einstellen. Wir können sagen, dass was gekillt werden soll. Und wir müssen das halt nur noch irgendwie richtig aufbauen. So, das wird, glaube ich, das größte Problem. Jetzt machen wir jetzt erstmal den Capacitor. Das ist das Ding hier drüben. Noch das sieht eigentlich wieder relativ easy aus. Wir brauchen jetzt nur wieder ein weiteres Machine Casing, das wir uns bauen müssen. Wir brauchen ein Energized by Metal Gear. Okay, das müssen wir auf jeden Fall wieder machen. Oh, kann man das mal so herstellen? Ah, ne. Infinity Glowstone, Redstone. Sehr cool. So, machen wir uns hier drüben unsere beiden Gears. Und ich glaube, dann sollten wir auch schon wieder mit dem Metal Fastenern. Es wird ja legit immer genau eine Sache, wenn ich irgendwas bauen möchte. So, hier haben wir unseren Capacitor am Start. Damit ist die nächste Quest abgeschlossen. Und hier steht, Expect Force Field Energy from the Extractor and Stores it. Okay. Unter dem Motto gibt es keine Kabel, sondern es gibt diese Cards, mit denen man Energie von dem Capacitor in andere Maschinen pumpen kann. Okay, das klingt auch wieder sehr, sehr interesting und sehr unique. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Jetzt geht es weiter mit praktisch der finalen Version und das ist der MFFS Projector. Für den brauchen wir jetzt noch Infinity Bimetal Gears und ein paar Furnaces. Oh, und Infinity Bimetal Gear haben wir sogar schon alle dabei und ready to go. So, dann sollten wir auch für die Maschine hier alles mit am Start haben. Nehmen wir noch ein bisschen mehr XP und dann können wir uns den Projector auch hier drüben craften. Sehr cool. Ja, und das Ding ist das Teil, was praktisch unser Force Field wirklich macht. Wir kriegen jetzt noch einen Enderhopper. Ich glaube nicht, dass wir den benutzen werden. Wir werden wahrscheinlich was anderes dafür benutzen. Aber mal sehen. Und jetzt können wir uns Customizing Your Field machen. Damn. Focus Matrix, Strength und Distance. Damit können wir einstellen, wie groß und wie weit weg dieses ganze Ding ist. Ihr seht schon, es sieht auf jeden Fall sehr kompliziert aus. Dafür haben wir Rubber. Rubber und Eisen und Rubber und ein Jojo. Okay. Nehmen wir Rubber nochmal hergestellt über Rosin. Und das hatten wir. Ich glaube, das haben wir alles mal bekommen. Wir hatten den Tank hier. Genau, das war das Teil. Und das machen wir zusammen mit Clay in dem Chemical Table, so viel ich weiß. Ich weiß nicht, ich sehe gerade eine Flüssigkeit, da ist gerade Chili Cryotium drin. Können wir das irgendwie wegmachen? So, und jetzt machen wir Sap rein und dann zusammen mit dem Clay können wir daraus Rosin machen. Okay, sehr cool. Und das können wir dann zu Rubber craften. Und zwar mit Pulverized Charcoal und Sand. Okay, nehmen wir das ganze Zeug zusammen und dann haben wir hier schon mal sehr, sehr viele von unseren Rubber Sheets. Und mein Inventar ist so voll, ne? Dude, ich habe gar keine Ahnung mehr. Den Guide behalten wir mal. Und jetzt ist es tatsächlich wirklich sehr, sehr gut, dass wir uns so viel Redstone geholt haben. Das brauchen wir hierfür. Wir müssen jetzt 32 davon für die Quest bauen, von diesen Focus Matrix Dingern. Yep, dann brauchen wir Iron Plates. Davon brauchen wir aber actually gar nicht so viele, denn wir brauchen nur 16 von denen hier. Und für das letzte brauchen wir das Iron Jojo. Und dafür brauchen wir jetzt noch dieses komische Cord String Ding. Gibt dann das hier und die beiden zusammen ergeben uns dann das letzte Upgrade. Das müsste alle gewesen sein. Jawohl, okay. Also ich bin absolut maximum verwirrt bis jetzt, aber wir haben gleich alles mit unseren Items voll. Jetzt brauchen wir Containment und Mob Killer. Okay, die beiden Dinger brauchen wir auf jeden Fall. Containment ist einfach nur ein Eisenschwert. Mob Killer ist einfach nur ein Eisenschwert. Und damit tötet das Force Field alle Monster, die praktisch in ihm gefangen sind. Und mit Containment lassen wir die Monster nicht mehr aus dem Force Field raus. Das heißt, sie bleiben für immer da drin gefangen, was natürlich auch sehr, sehr cool ist. Und damit sind die beiden Teile auch fertig. Und um Wither zu töten, brauchen wir ungefähr 20 Sekunden mit diesem Mobkiller-Upgrade. Das ist okay, würde ich sagen. Und jetzt kriegen wir Obsidian. Bin gespannt für was. Reinforced Obsidian. Wait, warum? Oh, das Shield protected keine Spawner oder anderen Blöcke in dem Feld. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Das heißt, wir müssen unsere Sachen trotzdem irgendwie so zusammenbauen. Ja, wir bauen jetzt natürlich sehr viele Blöcke. Wir bauen jetzt erstmal das Reinforced Obsidian, was wir hier gerade gesehen haben. Das machen wir mit Slag und Obsidian Powder und ein bisschen Purified Water. Das ist ganz gut, weil Obsidian Powder kriegen wir super viel. Und Slag müssen wir auch noch tatsächlich einiges haben. So, und dann sollten wir auch genug Reinforced Obsidian hier drüben am Start haben. Ich würde sagen, wir nehmen uns hier für einen Acceleration Wand.
Weil den anderen können wir nicht kaufen. Also von dem her bin ich immer zufrieden. Auch wenn wir jetzt, glaube ich, schon 4 Aceration Wands haben. 2 hier drin und 2 hier drin. Okay, krass. Ja, und das letzte ist dann jetzt 16 Nether Stars zu bekommen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, geht es jetzt ans Eingemachte und wir bauen uns mal einen kleinen Raum irgendwo auf, in dem wir das Ganze testen können. Und theoretisch, wollen wir runtergehen? Ich glaube, wir machen den Raum in diese Richtung hier drüben, einfach nur, damit wir genug Platz haben und nichts kaputt machen. Okay, neuer Raum ist soweit am Start. Das Wasser muss ich jetzt hoffentlich nur noch fangen, was hier komplett außen rum geht. Aber das ist unser kleiner Mini-Raum, den wir jetzt machen wollen. Unsere ganzen Sachen haben wir gerade hier drüben drin. Und dann können wir theoretisch anfangen, das irgendwie aufzubauen, ne? Also zur Info, ich will hier mal einen kleinen Kontrollraum haben und so ein Zeug. Und das Force fehlt eigentlich lieber ein bisschen außerhalb im Wasser oder so, wenn das funktioniert. Aber wir gucken einfach mal. Wir bauen jetzt hier Nummer 1, den Force Field Extractor. Der kommt hier hin. Dann machen wir dann nehmen einfach mal den Capacitor. Wait. Okay, den können wir so gar nicht abbauen. Aber wir brauchen hier oben drin. Okay, warte mal. Brauchen wir für das Ding diese komischen Crystals von der Mod hier? Das Ding hier? Um das da reinzulegen? Nee, das funktioniert auch nicht. Ha, wait, what? Geben wir ihnen gerade noch mal ein bisschen was an Energie. Wir haben ja gelernt, dass wir das über die Zelle hier machen sollten, aber das sieht auch nicht so gut aus. Redstone Flux Powerbar. Die sollte eigentlich hier unten funktionieren. Oh, jetzt funktioniert es. Okay, ich kann die Sachen scheinbar nur nicht reinschiften, sondern nur hier oben reinlegen. Jetzt frage ich mich nur, wann und wie wir hier irgendwie Energie bekommen würden und wie das Ganze funktioniert. Set Name Test. Wir haben hier unten scheinbar irgendwas an Energie drin. Wir können diese Power Card in dem Teil hier drüben installieren. Jetzt haben wir hier so einen Power Link zu diesem Capacitor. Oh, klar, wir brauchen wahrscheinlich noch ein Redstone-Signal für diese Dinger. Ja, Mann, okay, jetzt funktioniert das Ganze. Sehr cool. Ich weiß nicht, ob ihr auch ein Redstone-Signal braucht. Also wir haben hier oben extra das Ding mit dabei. Jetzt haben wir hier drin Forcium-Energie, kann ich mir vorstellen. Das hier ist komplett RF. Hier drüben, FE steht ja wahrscheinlich nicht für Forge Energy, sondern für Forcium Energy oder so. Nee, hier steht ja Forge Energy Capacitor. I don't know, ich verstehe es nicht so ganz. Wir haben hier noch Range Upgrades und so ein Zeug, aber wir wollen jetzt unseren Projector hier drüben drin haben. Und den legen wir auch mal die ganzen Upgrades mit rein, und zwar das Focus Matrix Upgrade, wo auch immer das hinkommt. Aber wir können ihm auch schon mal diese Karte geben, vielleicht kommt er dann damit klar. Nee, können wir ihm das hier schon geben? Nee, können wir auch nicht. Ich kann ihm noch gar nichts geben. Containment Module, okay, jetzt funktioniert das. Die gehen aber noch nicht. Focus Matrix, jetzt funktioniert's. Okay, Focus Matrix funktioniert. Mob Killer Upgrade könnten wir normalerweise hier unten reinlegen, aber das funktioniert gerade nicht so gut. Was, wenn ich das jetzt hier so in so ein 8x8 Ding aufteile? Ich hoffe mal, das funktioniert. Dann haben wir hier dieses Field Upgrade. Und wir können hier noch unser Field Strength Ding reinmachen. Ich würde es halt irgendwie sehr cool finden, wenn wir irgendwas sehen würden, wie es funktioniert. Aber das Mob-Killer-Upgrade kann ich nicht hier reinlegen, ne? Okay, warte mal. Irgendwo können wir hier doch unser Multitool aufladen. War das hier drin? Ja, okay, cool. Dann laden wir das Ding mal ganz kurz auf, damit wir das schon mal benutzen können im besten Fall. Auch wenn ich noch nicht so ganz verstehe, wie es funktioniert. Oh, hier hinten ist irgendwas. Nein, wait, was habe ich jetzt gemacht? Oh, nein. Warum machst du was? Und warum machst du es in die Richtung hier? Ah, shit. Das ist komplett falsch rum. Wait. Was, wenn ich ihn ausmache, macht er dann irgendwas? Field Distance. Machen wir das Ding hier mal ganz kurz raus. Warum macht er jetzt nichts mehr? Also wenn ich dieses Switch-Ding benutze und damit hier drüben an und aus mache. Aua, aua, aua. Oh, nee, du. Komme ich jetzt gar nicht mehr raus? Help. Okay, aus irgendeinem Grund haben wir es überlebt. Ich weiß aber nicht genau, was ich hier gerade gemacht habe. Wie komme ich denn jetzt? Aua. Okay, ich darf das Ding nur nicht hauen, ne? Aber ich komme auch nicht durch. Wie soll ich denn jetzt wieder auf die andere Seite kommen? So, okay. Kann ich dich jetzt hier ausmachen? Nee. Ist das wegen dem Hebel hier? Macht der Hebel das Teil maybe auch an? Ja, macht der, ne? Ah, ja. Oh, okay. Jetzt funktioniert das Ganze. Jetzt können wir an- und ausmachen. Ich hoffe mal, das hier funktioniert soweit auch noch alles. Ich hoffe mal, er hier ist auch immer noch mit an. Ja, okay, jetzt können wir das Field an- und ausmachen. Sehr gut. Das heißt, wahrscheinlich haben wir die Maschine einfach in die falsche Richtung gedreht, oder? Kann das sein? Okay, jetzt habe ich sie abgebaut. Das war nicht unbedingt das Ziel. Guck mal, hier ist so ein roter Strich. Heißt das, da ist vorne? Wahrscheinlich. Okay, aus irgendeinem Grund hat er jetzt aber gerade, glaube ich, die ganzen Upgrades, die wir da reingelegt haben, gelöscht. Das heißt, wir müssen uns die ganz fix nochmal neu bauen. So, erstmal brauchen wir das Containment-Ding hier drin. Dann brauchen wir die ganzen anderen Upgrades hier. Wir brauchen unser Field Strength Upgrade hier 3. Dann machen wir das Ding wieder hier rein. Und ich glaube, wenn wir den jetzt... Jawohl! Okay, jetzt gehen wir in die andere Richtung. Perfekt. So wollte ich das natürlich haben.
Das heißt, jetzt sollte das in die Richtung hier funktionieren. Aber aus irgendeinem Grund kann ich das Upgrade hier nicht reinlegen und ich verstehe nicht warum. Das Field Distance Upgrade sollte jetzt machen, dass das Field super weit weg ist. Ja, okay, nicht super weit weg. Aber so, auf die Art und Weise fände ich sogar ein bisschen cooler, als wenn es direkt hier nebendran ist. Ah, und jetzt kriege ich auch das Upgrade hier drüben rein. Okay, cool. Das heißt, soweit ist dann damit, glaube ich, alles okay. Wir haben auch gar nicht so viele von diesen Crystals verbraucht. Okay, ich bin mir jetzt gerade nur nicht so ganz sicher, ob er möchte, dass wir... einen Wither in den Spawner packen, wenn das überhaupt geht. Nee, wenn, dann können wir nur Wither Skeletons. Oh, das funktioniert. Wir können wirklich einen Wither in einen Broken Spawner packen und dann kriegen wir einen Wither Spawner. Und den können wir dann dazu machen. Okay, das heißt, wir farmen uns jetzt ganz kurz mal. Warte mal, können wir hiermit eigentlich... Habe ich den Kopf jetzt gerade davon bekommen? Okay, ich glaube, das Ganze funktioniert nur einmal. Ja, dann müssen wir ganz kurz ein paar Wither Skeleton Skulls farmen, damit wir das bauen können. Ah, shit, dude, nein. Okay, ja, ihr habt jetzt gerade alles verpasst. Nummer eins, ich habe aus 2 Wither Skeletten gerade einfach 3 Wither Köpfe bekommen. Ich wusste nicht, dass das funktioniert. Und wir können den Wither einfach komplett easy über ein Soulvile hier drüben einpacken. Und dann haben wir den hier am Start. Ohne irgendwelche Probleme. Super chillig und super easy. Also auch, dass wir einfach so viele Wither-Köpfe bekommen haben, war gut. Dann wollen wir jetzt natürlich einen Broken Spawner hier drüben haben. Und den kombinieren wir hier drin mit einem Wither Soulvile, geben dem hier unsere Level und dann kriegen wir Real Talk einfach einen Wither Spawner. Ich bin so übertrieben gespannt, wie das gleich ablaufen wird. So, da haben wir unseren Broken Spawner mit einem Wither drin und den können wir jetzt mit dem Power Spawner kombinieren. Kostet 30 Level, aber dann haben wir einen Spawner, der einfach für uns einen Wither spawnen kann. WTF, wie insane ist das bitte? So, das Ding ist, wir müssen jetzt natürlich irgendwie unseren Spawner und so weiter da drüben reinbekommen. Und zwar komplett eingebaut. Wir wollen ja Nummer 1 einen Vakuumhopper oder ein Item-Vakuum oder sowas. Ich denke, wir nehmen dafür wieder den von Cyclic, der Item-Collector. Der hat eigentlich immer super, super gut funktioniert. Den können wir dann maybe sogar hier drüben aufstellen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und normal muss unser Force doch echt nicht so groß sein. So, das Ding hier würde das schon komplett reichen, oder nicht? Also sogar das ist sogar noch ein bisschen zu groß. Machen wir davon die Hälfte, dann haben wir den Cube. Das würde locker, locker easy für unser ganzes Ding reichen. Dann haben wir uns einfach mal ganz kurz ein bisschen was am Prismarin und ich hoffe, der macht mir jetzt nicht wieder Schaden. Nee, okay, das funktioniert sehr gut. Das heißt, wir müssen uns merken, auf den Block hier einfach ein paar Blöcke höher und da kann dann praktisch unsere ganze Anlage drauf. Das heißt, hier ist das Force Field und auf das Force Field drauf können wir dann bauen. Wir müssen nur auch wieder die Blöcke dann wegmachen. Das heißt, hier würde unser Powered Spawner kommen. Der hat erstens eine sehr, sehr große Range. Okay, dann müssen wir unser Teil auf jeden Fall größer bauen. Und ich glaube, wir bauen den auch schon in Obsidian ein. So, Spawner wäre das Ding hier. Okay, die Range davon kennen wir. Dann brauchen wir natürlich, wie gesagt, den Ender Hopper. Und wir brauchen nochmal im besten Fall einen Dimensional Transceiver. Oh nein, wait! Oh, das Vorsicht, was wir hier haben, würde sogar schon reichen. Das füllt genau die Range von unserem Spawner aus. Perfekt. Dann gehen wir mit unseren beiden neuen Errungenschaften mal ganz kurz nach hier drüben. Wie schon gesagt, wir wollen auf jeden Fall einen Dimensional Transceiver. Verdammt, ich habe jetzt den zweiten Capacitor vergessen. Dann können wir darauf eigentlich den Enderhopper machen. Wir nehmen jetzt einfach mal den und probieren, ob das Ganze funktioniert. Wenn wir jetzt hier so Eisen hinwerfen, dann sollte der das normalerweise... Okay, warte, wir geben hier mir noch einen Pull. Macht er das dann? Ja, okay, dann legt er das hier oben rein. Perfekt, das soll er natürlich auch machen. Die andere Frage, die ich dazu dann allerdings habe, ist, macht er das Ganze auch, wenn er eingebaut ist? Also wenn wir jetzt hier Prismarine hinwerfen, sammelt der Enderhopper das dann auf? Nee. Doch, hat er gemacht? Hat er gemacht, sehr cool. Okay, dann können wir dem guten Kollegen hier drüben auch schon mal vertrauen, auch wenn es nicht unbedingt super instant ist, aber soll für jetzt erstmal reichen. Und ich glaube, viel mehr brauchen wir eigentlich nicht, oder? Der soll hier drüben spawnen, die Wither werden gekillt. Die Items landen in unserem Dimensional Transceiver und wir sind soweit good to go. Also er bekommt jetzt gerade mal ganz kurz Energie und wir geben ihm einen neuen Channel, den nennen wir Wither Farm, den er hier drüben bekommt, um Items zu senden, damit wir die auch automatisch in unser ME-System bekommen. Heißt, wir können dem hier oben einfach wieder einen Channel geben, den haben wir Send und dann haben wir hier Receive für die Wither Farm, packen den da dran. Ich hoffe mal, der snackt sich jetzt nicht das Delorium hier drüben raus, aber sieht glaube ich gut aus, oder? Ja, Delorium-Ohr bleibt da drüben drin, perfekt. Oh, und das Ding wird eine neue Textur bekommen. Das sah vorher ganz anders aus.
Eine andere Sache, die ich jetzt auf jeden Fall noch mit dazu bauen will, sind diese beiden Dinge hier. Wireless Redstone Transmitter und Receiver, sodass wir unseren Spawner an- und ausschalten können, ohne dahin zu gehen. Denn das ganze Ding sollte natürlich immer so sein. Später können wir vielleicht noch sogar so einen Mechanismus einbauen, dass zum Beispiel, wenn das Force Field aus ist, auch der Wither nicht mehr funktioniert. Und wir können das Ganze später sogar über einen... So, Save Coordinates, über Autocrafting machen, dass wir uns Nether Stars bestellen können. Das wäre auch ziemlich cool. Bauen wir ihn einfach mal dahin. Zack, jetzt soll das Ganze an sein. Das heißt, jetzt gibt er ein Redstone-Signal aus. Wir sagen ihm einfach Active with Signal. Und wenn wir dann jetzt hier drüben den Double Layer reinlegen, oh Gott, ich will das noch gar nicht probieren, ne? Okay, wir machen ihn erstmal wieder aus. Geben dem hier jetzt seinen Capacitor. Da sollte er jetzt nichts machen, ne? Er hat kein Signal. Okay, soweit, so gut. Das Teil hier bekommt Energie und sendet Items. Das heißt, wir können jetzt anfangen, das ganze Ding hier drüben einzubauen. Wir müssen aber alle Ecken mit einbauen, sonst funktioniert das nicht so gut. Das sollte alles an Obsidian gewesen sein. Ich denke mal, wir haben wirklich alles komplett mit eingebaut. Machen wir den Kasten mal ganz kurz an. Das sieht soweit, glaube ich, ganz gut aus. Habe ich die? Nee, die Preview von dem anderen haben wir nicht mehr an. Sehr gut. Okay, Force Field ist an. Wir haben Energie. Containment Mode. Mob Killer Mode. Das heißt, wenn wir jetzt hier den Hebel umlegen, dann sollten wir, fingers crossed, einen Wither spawnen. Und den im besten Fall komplett automatisch töten. Ich hoffe mal, das geht. Wait, vielleicht haben wir viel zu viel Platz hier drüben verbraucht mit den Sachen. Oh, was steht hier? No Wetted Space. Okay. Das ist natürlich doof, aber ich denke mal, das Ganze können wir beheben, indem wir einfach dem ganzen Ding hier ein bisschen mehr Platz geben. So. Und was ist, wenn wir jetzt den Hebel umlegen? No Wetted Space. Immer noch nicht? Dude, kommt der Spawner gar nicht damit klar? Okay, wir bauen jetzt nochmal ein bisschen Zeug anders aus. Wir müssen unbedingt hier darauf achten, dass das hier Active for Signal ist. Sonst haben wir ein Problem. Oh, okay. Wir können unseren Item Collector auch an die Seite machen. Das wusste ich nicht. Das erklärt natürlich, wie wir das ganze Ding dann aufbauen können, sodass es von oben funktioniert. Ich verstehe. Okay, dann bauen wir jetzt mal den ganz kurz den neuen Wither-Käfig hier drüben auf. Wireless Receiver, zack. Koordinaten müssen wir dann auch nochmal neu binden, aber das sollte klappen. Okay, unser neues Package ist ready. Ich hoffe mal, es funktioniert diesmal. Unser Transmitter kommt hier hin. Redstone-Hebel mit dazu. Jetzt haben wir das ganze Ding, okay, wieder sehr viel größer wie davor. Es ist auch nicht unbedingt mittig, aber wir probieren es aus und... Oh, es kommt keine Fehlermeldung. Sehr gut. Das heißt im besten Fall doch... Schon wieder No Space Found. Why? Oh, wait. Das ist bestimmt, weil da drüben alles voller Wasser ist. Ich bin ja ein absoluter Idiot. Ah. Okay, das heißt, wir nehmen uns jetzt einfach mal die ganzen Ecken hier drüben und bauen da irgendwie doch so einen kleinen Cube. Ich meine, das war eigentlich genau die Sache, die ich davor nicht machen wollte. Ich wollte das eigentlich so relativ einzustehend haben. Aber I guess, das Wasser muss dann leider trotzdem aus dem Force Field verbannt werden, damit irgendwas funktionieren kann. Und there we go. Das sollte jetzt ein kleiner Cube sein, der komplett um das Force Field rumgeht. Und den wollen wir jetzt eigentlich nur noch mit unserem Sponge hier drüben einmal komplett leer legen. Wir sind jetzt gerade in diesem roten... Oh. Ah nee, das stimmt ja, ne? Das ganze Ding, ja, das Force Field ist komplett einen Block größer als der Wither Spawner. Ich hoffe echt einfach, dass es jetzt gerade wirklich an... Ja, an dem Wasser lag und nicht an irgendwas anderem. Und ich weiß, der Cube ist nicht unbedingt mittig, aber es ist egal. So, wir flippen den Switch. Not enough space to spawn, Mann, warum? Ja, doch, es ging. Oh mein Gott, yes, let's go. Oh, und er macht den Wither tot. Er kann nicht raus. Er ist da drin gefangen. Yeah. Oh mein Gott, wir haben gerade keinen Nether Star im System. Absolut gar keinen. Yeah, er schafft es nicht, ihn zu töten. Wie übertrieben perfekt ist das denn? Der Wither geht einfach Stück für Stück, langsam aber sicher kaputt. Es gibt gar keine Wither Explosion, was ziemlich cool ist. Ich weiß nicht, ob wir dann überhaupt unsere Sachen brauchen würden. Und... Zack, Wither is down. Jetzt haben wir der Enderhopper die Sachen, Iron, die Items. Da unten ist auf jeden Fall noch der Nether Star. Bitte, 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 bitte. Oh, okay, warte mal. Wir flippen mal ganz kurz. Ich hoffe mal, dass der spawnt jetzt nicht gleich einen neuen Wither. Das wäre sehr, 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 sehr doof. Aber, ah nee, jetzt hat er was gemacht. Wait, what? Hat er so lange dafür gebraucht? Ich hatte gedacht, vielleicht ist das, weil wir die Config hier an der Seite noch nicht auf Pull gestellt haben. Aber ich meine... Er hat es trotzdem gemacht, er hat trotzdem alles eingesaugt. Dude, WTF, wir haben einfach eine komplett automatische Wither Farm jetzt. Wie gesagt, wir können das ganze Ding noch mit Autocrafting kombinieren. Das heißt, wir können zum Beispiel einen Nether Star bestellen und dann wird einfach ein Redstone-Signal an die beiden Sachen hier gegeben. Also an den Force Field Projector und an diesen wunderbaren Redstone-Typen hier drüben. Und dann
wird ein Wither gespawnt, der wird automatisch aufgesogen, ins System geliefert und wir können das für Autocrafting benutzen. Also, wenn wir irgendwie was bauen wollen, wofür wir Netherstars brauchen, was ja super, super viel Zeug ist in diesem Modpack hier, also wirklich sehr viele Rezepte brauchen hier ein Netherstar, dann können wir einfach sagen, hey, wir brauchen 10 Netherstars und er ist good to go. Oh mein Gott, das ist so sick und es sieht so cool aus. Also, es ist auch eine echt, echt super, super nice Mod. Und wie das jetzt kombiniert wurde, zack, Wither wieder tot, Items liegen hier drüben rum. Wir machen hier mal ganz kurz wieder aus. Ich weiß nicht, muss ich das Forcefield aufmachen? Ja, ich muss das Forcefield ausmachen, damit er die Items aufsammelt. Okay, das müssen wir bedenken, wenn wir das Ganze dann mit Autocrafting oder sowas machen wollen. Und ich glaube, wir können uns... Ja, guck mal, wir können uns sogar mit unserem Schwert direkt hier drüben reinporten, wenn wir irgendwas machen müssen. Dann können wir da hingehen, um Wartungsarbeiten vorzunehmen. Aber nice, wie sick ist das denn bitte? Wir haben jetzt eine komplett automatische Wither Farm und wir haben jetzt hier drin 2 Nether Stars. Einfach so, die wir dann fürs Crafting benutzen können. Ich meine, rein theoretisch würde es vielleicht sogar ein bisschen schneller gehen, wenn wir den Wither von Hand töten würden mit unserem Bogen, aber ist natürlich nicht ansatzweise so cool. Alright, ich würde sagen, das hat super viel Bock gemacht. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Wir sehen uns morgen um 16 Uhr wieder, also schaut euch da super gerne wieder ein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis dann. Peace.